Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute gibt es bei mir zu sehen Koi. Meine Zugabe von dem Calciumcarbonat. Das wollte ich euch gerne mal zeigen, wie ich das so mache. Ist auch immer recht interessant anzuschauen. Und wird auch kein allzu langes Video. Etwas Koi, etwas von allem, wie ihr das bei mir gewohnt seid. Hier zeige ich euch noch kurz Gurken. Aber das seht ihr dann nochmal zusammengefasst. Also gehen wir mal zu den Koi. So, hier mal etwas Abendidylle. Die Koi sind satt. Mittlerweile bin ich bei 6 Fütterungen pro Tag. Jeweils eine Fütterung. Ja, du kommst auch mit aufs Bild. Mietz. Ja. Schmusen. Rhabarber ist am Wachsen. Ihr habt gesehen, die Teichabdeckung ist verschwunden. Ich werde die beim nächsten Video, denke ich mal, den Bürstenfilter vorstellen. IBC-Tank mit ja, einigen vielen Bürsten bestückt. In dem grünen Rohr, da habe ich die Amalgam-UVC-Lampe drin untergebracht. Und jetzt mache ich mit euch gemeinsam mal die Zugabe von dem Calciumcarbonat. Das mache ich bei mir über diese Öffnung. Hier unten drunter ist mein Biofilter. Gefüllt mit ca. 250 Liter Helix. Jetzt einen kurzen Blick. Ja, und so ein bis zweimal in der Woche gibt es dann so ein Schäufelchen hinein. Und der Effekt, beziehungsweise das, was man im ersten Blick sieht, zeige ich euch gern. So, hier unten ist mein Ausströmer und Auslass von dem ganzen Pumpwerk und man sieht da schön die Strömung, wie die sich einstellt. Calciumcarbonat, ich denke mal, die meisten, die mit Koi da irgendwie etwas zu tun haben, wissen damit etwas anzufangen. Dient der Stabilisierung vom pH-Wert. Vollkommen unschädlich für die Koi. Sorgt etwas für milchige Trübung. Und was am Abend eingebracht ist, ja dann auch kein Problem. Das ist am nächsten Tag weitestgehend verschwunden. Ja, schöne witzige Sache. Ja, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Es verteilt sich noch etwas, wenn sich das Calciumcarbonat verbraucht hat. Dann wird es auch relativ schnell wieder klar, das Wasser. Und daran sieht man, dass da schon Bedarf da war an Carbonathärte. So, ihr seht schon, die Bäume blühen. Im Hintergrund alles Äpfelbäume. Kein Frost in Sicht. Somit könnte es eine gute Ernte geben. Hier noch einen kurzen Blick bei mir ins Gewächshaus. Ich zeige euch meine Gurken, die sind inzwischen angekommen. 3 Stück, wie letztens erklärt, sind es geworden. Mini-Snack-Gurken. Tomaten auch 3 Stück. Hier mein Avocado-Wäldchen oder Avocado-Gruppe, wie auch immer. Der Salat. Nun gut, das geht es nicht um Leistung. Das Ganze wird etwas dauern, aber soweit bin ich mit der Entwicklung ganz zufrieden. Jetzt zeige ich euch auch gern mal die Schildkröten in ihren Garagen. Das sind jetzt abends ca. 20 Uhr.
alle Schildkröten eingesammelt, in ihrem Garage untergebracht. Nummer 1, ich glaube, das ist die Wilma. Nummer 2, die Betty. Und das Gretchen Nummer 3. Alle drei Garagen in unmittelbarer Nähe zur Wärmelampe, die geht dann früh 7 Uhr an. 7 Uhr bis ca. 10 Uhr über Zeitsteuerung. Und bis dahin sind die dann auch so weit warm, dass der Tag starten kann. Wasser ist aufgefüllt. Ja, noch mal kurz gezeigt und weiter geht's. Ja, ich konnte es mir doch nicht verkneifen, ein kurzer Spoiler auf das Tanuki-Projekt. Ich bin erfreut, es grünt, aber mehr dazu gibt es dann erst irgendwann. Es bleibt spannend. So, circa 20 Minuten sind vergangen. Das Calciumcarbonat hat sich schön verteilt im Teich. Für mich immer wieder spannend, wie das am nächsten Tag sich das Wasser mir präsentiert. Sollte es klar sein, früh am Morgen, dann war es auch dringend wieder nötig, da etwas Calciumcarbonat zuzugeben. Denn nur bei niedrigem pH-Wert verbraucht sich dieses und zeigt sich daran, dass das Wasser dann auch wieder glasklar wird. In der Regel dauert es so ca. 3 bis 4 Tage, bis man davon nichts mehr sieht. Und das ist eigentlich für mich der Garant, dass ich, was pH-Werte angeht, mich im Optimum bewege. Ja, und das sind einfach Erfahrungswerte. Bei mir auch täglich 5-mal gibt es Frischwasser automatisiert über eine Zeitsteuerung, über einen Wasserautomaten. Und es hat sich tatsächlich bewährt. Wasser wird mit Wasser gepflegt, mit Frischwasser gepflegt, und daran werde ich festhalten. Dem Koi geht es gut, und wenn es dem Koi gut geht, geht es dem Koi-Halter gut. Und wenn das nicht so wäre, könnte ich euch solche Videos oder solche Aufnahmen auch nicht zeigen. Also für mich soweit der Start ins Frühjahr zufriedenstellend. Die Koi sind aktiv. Die Fütterung ist jetzt auf, wie schon erklärt, einmal eine Fütterung auf 6-mal angelegt. Ja, und das passt. So, das war es auch von mir schon wieder. Ist inzwischen 24 Stunden her. Ich lasse euch noch mal einen Blick auf den Teich werfen. Das Calciumcarbonat hat sich noch nicht aufgelöst. Und so geht es mit einer leicht milchigen Trüffung gut versorgt in die Woche, und ich habe nächstes Wochenende wieder ausreichend Zeit, mich da zu kümmern. So, hier noch mal ein Blick. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Im Anschluss gibt es dann noch ein bisschen von unserer Bergmiets. Wer es gern schauen möchte, bleibt dran. Und wer nicht, der nicht. Also, bis demnächst. Tschüss. Ja, Mietz, was du jetzt vorhast, das weiß ich nicht. Da gibt es keine Fische, da gibt es keine Mäuse. Na doch, Mäuse könnte es geben. Jetzt weiß ich auch, wer mir die Steine verrückt.
riecht wohl nach Fisch.